A challenging turn-based RPG with complete freedom of character development and complex injury treatment system. Welcome to Stoneshard. Herzlich willkommen zum Quick Review von Stoneshard. Und bevor wir anfangen, muss ich gleich mal sagen, die Musik ist ein Wahnsinn in dem Spiel. Sie erinnert sehr an Witcher 3 Wild Hunt und alles, was mir zurückbringt zu Witcher 3, hat automatisch einen Pluspunkt. Die Grafik ist süß, wie jedes Pixel Art. Da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Dasselbe gilt fürs User Interface. Es ist echt simpel gehalten und das macht die Sache sehr, sehr angenehm beim Spielen. Am Gameplay gibt es auch nichts auszusetzen. Nach einem kurzen Blick aufs User Interface und nach 3 Klicks weißt du genau, was du zu tun hast, und jeder, der mit RPGs vertraut ist, kennt sie sofort aus. Das Tutorial ist ebenfalls sehr kurz. Man sollte noch circa 10 Minuten damit fertig sein, was meiner Meinung nach eine gute Zeit ist für ein Tutorial. Erkundung ist definitiv ein großer Teil in dem Game. Man findet so viel Loot und so viel Shit, den niemand braucht. Aber du musst es mitnehmen, weil du könntest es ja brauchen. Was mir ja schon zu meinem größten Problem bringt an dem Spiel. Das Inventar. Holy fucking shit. Die meisten würden jetzt sagen, was willst du? Das ist eh cool, wie bei Diablo und bei Dungeon Siege. Fuck you, Alter. Wenn ich sowas sehe, haut's mal ein Battle auf Zeiten. Wenn ich das anschaue, sehe ich hier original 2 Sachen. Tetris und die scheiß Defragmentierfunktion bei Windows. Und beim engen Inventar bleibt's ja nicht. Es liegt überall Loot rum. Es liegt überall Loot rum und du kannst ihn nicht mitnehmen, weil dein scheiß Mini-Inventar voll ist. Die Autosortierfunktion hilft zeitweise, aber Schaden ist schon angerichtet, also was so ist. Wenn es aber dann um Skilltrees und Abilities geht, ist in Stoneshard echt alles vertreten, was das Gamerherz begehrt. Insgesamt gibt es, soweit ich gesehen habe, glaube ich 30 verschiedene Skilltrees, aufgeteilt eben in Waffen, Überleben und Magie. Das letzte Thema, das ich jetzt noch anschneiden möchte in dem Video, ist dieser Bossfight. Ich werde euch jetzt definitiv nicht erzählen, wie oft ich den Boss versucht habe, bis ich ihn da endlich geschafft habe. Aber ich kann sagen, es war definitiv öfter als 3-mal. Erstens habe ich da echt lang gebraucht, bis ich gecheckt habe, was ich da überhaupt tun soll. Habe ich noch länger braucht, bis ich seine Routine heraus gehabt habe. Dann habe ich gecheckt, dass der Typ einen massiven Health Pool hat. Mein Charakter, wenn es um Damage Output geht, ein massiver Waschlappen ist. Zurückgehen und ein bisschen grinden habe ich leider nicht können, also habe ich das Ganze neu gestartet. Und diesmal hat es auch funktioniert.
Ich werde euch auf meinem Channel definitiv am Laufenden halten, was das Game betrifft. Und ja, an der Stelle schon nochmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.